Mein Name ist Felix Hirsiger, ich bin 21 und komme aus Erlenbach. Ich habe früher schon sehr oft im Go-Kart Rennen gefahren. Ich bin nachher auch in den Formelsport gewechselt. Habe dann aus finanziellen Gründen müssen aufhören und mache den Sport jetzt eigentlich, weil ich dort die Chance sehe, wieder zurück ins Echte können zu kommen. Am besten lernt man sie dem, dass man viel fährt, sich mit verschiedenen Videos, mit YouTube-Kanälen auseinandersetzt. Und natürlich eine der besten Möglichkeiten ist, dass man mit anderen Fahrern trainieren kann und mich zum Beispiel einfach anschreibt oder sonst andere gute Fahrer fragt. Es gibt sicher einerseits Assetto Corsa, wo man das gut lernen kann. Andererseits auch das Formel 1 2019er Spiel ist sicher super zum Grundlagen lernen. Aber am besten lernt man es gleich noch hier im Simulator bei der Formel V. Ich wende für das in der Woche ca. 4-5 Stunden auf, um da sehr gut miteinander mitfahren. Das braucht es auch sicher, um bei den ersten paar Positionen mitmischen. Meine Ziele von dem sind wieder, wie gesagt, voran ins Echte zurückzukommen, den Kreis eigentlich wieder zu schliessen und wirklich zeigen, was ich eigentlich im Auto kann, bewirken kann. Man merkt eigentlich erst, dass es virtuell ist, wenn man mal abfliegt und einen Schaden würde machen im Echten. Im anderen Fall ist es eigentlich so, dass man, wenn man fährt und so in diesem Tunnel ist, dass man es eigentlich fast nicht mehr merkt. Und da macht Evotec auch wirklich einen super Job, dass man das machen kann und ich halt auch den Vergleich kann vom Echten. Und da kann ich wirklich sagen, es ist nur in solchen Fällen, wo man das dann halt merkt. Was der Unterschied da ist, vielleicht zu der eigenen Konsole daheim, ist, dass es halt wirklich sehr körperlich aktiv ist. Also man hat wirklich sehr viel Kraft durchs Lenkrad. Man hat sehr viel Kraft, die man auf die Bremse und auf das Gaspedal aufbringen muss. Was halt auch wiederum sehr, sehr, sehr fest ähnlich ist wie der echte Sport. In der anderen Stunde bin ich bei der Alfina Group als Head of Sales and Rentals tätig. Ich baue dort das ganze Immobiliengeschäft aufbauen, trainiere sehr viel nebendran, eben körperlich für die Formula V, sowohl als auch mental fürs Arbeiten und Formula V. Formula V finde ich brillant aus dem ersten Grund, weil es einmal ermöglicht, wieder in den Sport reinzukommen. Einerseits in dem virtuellen Aspekt, aber auch wieder durch verschiedene Möglichkeiten, die sie einem werden bieten, wieder in den echten Sport zu kommen. Und was für mich eigentlich wirklich eine Traumverwirklichung kann sein und hoffentlich auch wird sein. Darum finde ich Formula V eines der allerbesten Sachen, die jetzt gerade auf dem Markt gekommen sind.